Ja. Es ist wieder Zeit für so ein Video. Heute sehen wir uns Rocket Beans an. Auch ein bisschen Bon Schwa und ein bisschen Waipu, aber primär sehen wir uns Rocket Beans an. Ich und der CJ, wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht Rocket Beans da, was ist deren Stellung da, wie sind die da so drauf. Und ich muss ehrlich sagen, fuck, ist das heftig, ich hab nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie RBTV-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen, wie sie gegen deutliche Expertenmeinungen Content machen, wie sie sich augenscheinlich an verschiedenen Verschwörungstheorien beteiligen, wie sie Propaganda und Unwahrheiten gegen den Circle Jerk einsetzen, wie bei ihrer Struktur die letzten Jahre die Hauptbunnen immer mehr gewinnen und alle anderen immer mehr ablosen. Und ich zeige, dass nach der Expertenmeinung von zigtausenden deutschen Zirkelschärkern die Rocket Beans aktuell unser Leben und unsere Zukunft zerstören. All das werde ich natürlich wie immer ausführlich mit Quellen belegen und beweisen. Ihr wisst, wenn ich so ein Video mache, mache ich es ordentlich. Willkommen zur Zerstörung von Rocket Beans. Wow. Die Stimmung hier ist ja so explosiv wie ein USB-Stick von Rocket Beans. Einen wunderschönen guten Abend an all meine Rundrücken da draußen. Mein Name ist Circle Jerk, aber das wisst ihr ja schon. Viele haben nicht mehr daran geglaubt, dass wir uns hier nochmal bei einer solchen Zeremonie sehen werden. Aber zum Tod von Rocket Beans TV dachte ich mir, dass wir ihnen die letzte Ehre erweisen müssen. Zum Glück haben die Gewerke dieses Item approved. Falls ihr euch jetzt fragt, woher die Reaktionen auf meine geilen Sprüche kommen, die kann ich mit meinem gesponserten Stream Deck selbst einspielen. Wir schauen heute nicht nur auf ein einziges Jahr zurück, wie wir das bei den letzten Awards gemacht haben, sondern auf alle. Ihr Nasen fragt euch sicher, warum ich die Awards von zu Hause streame. Nun, zum einen wurden beim letzten Mal die heiligen Hallen abgefackelt. Verdammte Scheiße. Zum anderen ist es so für mich viel gemütlicher. Für mich ist es wenig Aufwand und ich verdiene mich dank Melkvieh dumm und dämlich. 3-3-3, bei Jesus, ei, ei, ei. 3-3-3, bei Jesus, ei, ei, ei. Wir gehen steil, wie bei Jesus Keilerei. Ist das geil, wie die Jesus Keilerei. Danke für deine Sonderspende, FBN Dill. Nun gut. Beim letzten Mal gab es ein paar Beschwerden, dass ich in meiner Moderation Fehler gemacht habe. Fickt euch. Aber trotzdem soll das nicht mehr passieren. Um Fehler zu vermeiden, haben wir heute einen Fact-Checker. Hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle da draußen da seid. Ich darf heute den Fact-Checker machen. Das bedeutet, ihr kennt es ja vielleicht auch und wie der Name es auch schon sagt, falls irgendein... Ja, wir wissen, was ein Fact-Checker ist. Ist gut jetzt. Sandro als Fact-Checker. Was kann schon schief gehen? Ach, ihr dachtet, ich mache heute keine Witze über Sandro, weil das Fass zu ist? Ja, falsch gedacht, ihr dummen Wichser. Sieht dieses Fass zu aus? Ich habe es immer noch drauf, Baby. Ich denke, wir sollten jetzt mal zum ersten E-Wort des Abends kommen. Dabei geht es um den E-Wort in der Kategorie 3-3-3, bei Jesus, ei, ei, ei. Spiel einfach ab. Best Meme of All Time E-Wort. Für das beste Meme aller Zeiten. Nominiert sind: Mach dich mal locker, du Affe. Mach dich locker, habe ich gesagt, Spacko, Alter. Ja, bin erwischt. Mal, geht mal bitte weiter, ja? Ja, mach dich mal locker. Nein, geht mal weiter. Mach dich mal locker. Wir sollen uns locker machen, habe ich gesagt, du Affe, ey. Was? Mach dich locker, habe ich gesagt, Spacko, Alter.
Das Fass ist zu. Unfassbar, 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 was für ein unfassbar schlechter Autor einfach ist. Habt ihr einen 24/7-Kanal? Ich glaube nicht. Warum kriegen die das nicht hin? Und ich kann nicht verstehen, warum der Sendeplan nicht so ist. Oder ich kann nicht verstehen, so eine YouTube-Playlist ist doch voll einfach. Machen wir doch mal in 10 Minuten. Wo ich dann sagen muss, ey, habt ihr einen 24/7-Kanal, wenn ihr das behauptet? Ich glaube nicht. Und 150 Stunden. Das bin ich, Ian. Laut eigener Aussage benötigte Ian für seinen 9-minütigen Game2-Beitrag 150 Stunden Arbeitszeit. Und der Gewinner lautet. Ey, habt ihr einen 24/7-Kanal, wenn ihr das behauptet? Ich glaube nicht. Die Mutter aller Memes. Sehr verdienter Sieg. So simpel. So gut. Meinen Glückwunsch an Dennis Heinrichs. Halk, halk, halk. Natürlich gibt es auch heute wieder Quick E-Words, damit sich die Scheiße nicht zieht wie Dick Ducker. Ohne große Umschweife also jetzt der Sieger für den. Du bist ein scheiß Wichser. Und das musst du auch einfach mal eingestehen, dass du ein scheiß Wichser bist. E-Wort. Herzlichen Glückwunsch, Etienne. Es war bis zuletzt ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Simon Christus. Ihr zwei habt halt schon ziemlich reingekackt. Muss man sagen. Laut Community sind andere Scheißwichse. Sandro auf Platz 3. Und generell, die Elite-Fans auf Platz 4. Da sind aber ein paar Leute noch mit einem blauen Auge davongekommen, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf. Und bevor sich jetzt wieder Leute beschweren. Denkt dran, die Wortwahl kommt nicht von uns. Ihr Scheißwichser. So, jetzt kommen wir zu den richtig dicken Kategorien. Den kannst du dir nicht ausdenken, E-Words. 2015 fing alles so richtig an mit dem Sender. Man könnte meinen, dass im ersten Jahr noch keine große Scheiße gebaut wurde. Nicht wahr? Ja, am Arsch. Die größten Fuck-Ups von 2015 seht ihr jetzt. That's up. Kannst du dir nicht ausdenken, 2015 E-Wort. Für den größten Fuck-up im Jahr des Senderstarts. Nominiert sind. Eddie schnauzt mich ja an, weil er on air ist. 3 Tage später haut sich Eddie live auf Sendung Schnitzel mit Pommes rein. Eine ganze Tüte Snickers. Kannst du vielleicht erstmal aufessen und runterschlucken, bevor du redest. Nicht nur, dass du erst Kaugummi kaust, dann frisst du auch noch on air und dann redest du auch noch und schmatzt hier rein. Michael, ernsthaft. Zünd dir doch ruhig noch die Kippe an, die da liegt. Kurz. Ja, aber on air. Das war eine Werbung und wir haben gesagt, wir werden es nicht thematisieren. Ja, ja. Jetzt ist es schon 3 Mal. Merkst du doch so einen Unterschied zwischen wir senden und wir senden nicht? Nee, das merke ich. Du hast jetzt Hausarrest. So. Nein, wolltest du nicht gerade sagen? Nein, er darf jetzt. Lass ihn doch kurz. Er schmatzt doch immer noch. 3 Tage später. Herzlich willkommen zu unserer Nigelage 9 großartigen Recap-Show. Nein, das ist, was? Eddie ist. Eddie ist Show. Ja. Ihr könnt mich gleich fragen, wie es mir geschmeckt hat. Ist ein bisschen zäh, ne? Du sägst ganz schön lange an einem Stück. René trifft Buddy auf dem Kiez und wird daraufhin eingestellt. Plus Beans Castle Fiasco. So, hier, Buddy, hallo. Hey, hast du eine News parat? René ist am Start, neuer Kollege. René, Leute, René. Guten Tag, hallo. Machst du hier? Ich bin der Minecraft-Mann, mehr darf ich noch nicht sagen. Ich war mit einem Kollegen saufen und bin falsch abgebogen auf dem Kiez. Dann stand auf einmal Buddy vor mir und ich habe ihn dann nicht gelabert, Minecraft. Er sagte dann einfach nur fantastisch. Fantastisch. Wir haben unsere Nummern ausgetauscht, ein paar Pics hin und her geschickt. Und ja, am Ende bin ich hier gelandet. René, wir arbeiten endlich auch mal Minecraft-mäßig, ne? Wollen wir mal was Schönes geplant für irgendwann.
Ja. Wir beide haben uns tatsächlich kennengelernt auf unserer Weihnachtsfeier draußen. Möglicherweise waren wir beide betrunken. Möglicherweise. Es hat den Anschein gehabt. Genau. Und vor einem Jahr haben wir uns vorgenommen, komm, das ziehen wir jetzt durch. Ein Jahr hat es gedauert tatsächlich. Jetzt bist du hier am Start und wir präsentieren euch Beans Castle. Über 2 Jahre später. Herzlich willkommen, Beans Castle! René ist ein Wrack. Jetzt starten wir nach einer sehr, sehr guten Entwicklungszeit Beans Castle. Ja. Ein kleines neues Projekt, was wir jetzt hier uns einfach mal ausgedacht haben. Schönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer zweiten Runde Beans Castle. Wir freuen uns sehr und ich zitiere René, den Erbauer und Erschaffer dieses Formates, mit ein zweites Mal hätte ich nicht gedacht. Wir betten Beans Castle heute, für heute. Mal gucken, ob es wiederkommt. Gewinnspielkooperation mit Glücksspielfirma auf Malta. Was ist denn jetzt eigentlich der Stand der Aktion It's All About Happiness? Die Aktion erscheint ja doch sehr dubios. Was habt ihr euch da andrehen lassen? Ich finde die Aktion ehrlich gesagt nicht dubios. It'sallabouthappiness.com Impressum BWM Gruppe 602 Melita Street Valletta, Malta. Ich finde, ja, um es jetzt mal ehrlich zu sagen, ich finde, dass da echt jemand... Da sucht jemand. Tut mir leid. Terms. Teilnehmende erklären sich ausdrücklich mit der allfälligen Auswertung der von ihnen angegebenen Daten für Marketingzwecke durch Winsight Limited einverstanden. Auf den Wettbewerb ist ausschließlich das Recht von Malta anwendbar. Ey, ich mach das jetzt auf, ich suche im Impressum nach irgendwas und finde dann irgendwas, was ich scheiße finde und das versuche ich irgendwem um die Ohren zu hauen. Ja, jetzt kommt schon wieder, Glücksspielfirma im Briefkasten in Malta ist nicht dubios. Willst du mich verarschen? Ich habe das genaue Gegenteil gesagt, dass wir nicht mit dieser Firma arbeiten. Das ist so ein, tut mir leid, das ist so ein dummer Kommentar dann einfach. Die Aktion an sich ist aber nicht dubios, da sind auch mega große andere Firmen drin, da macht irgendwie später BMW mit und so. Und natürlich evaluieren wir das. Wenn wir am Ende merken oder im Laufe der Aktion merken, das ist scheiße, dann würden wir sowas zurücknehmen und sagen, sorry, wir haben Fehler gemacht. Aber ich sehe ihn hier nicht. Aukes Entschuldigungs-Wall of Text inklusive Absage der Aktion. Sorry. Und Corporate Identity Cloud von Ben. Jetzt bei uns im Studio der Architekt unseres neuen Looks, unserer neuen Kleider. Bam, 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 bam. Du hast all das, was wir jetzt gleich sehen und was wir schon gesehen haben und was wir vor allem die nächsten Monate sehen, hast du gebaut? Genau. Genau. Designerin Nina Geometri war 2 Jahre zuvor. Ja, Ben muss gehen, oder? Aukes und Bens Entschuldigungs-Walls of Text. Wir haben eine riesige Scheiße gebaut. Wir haben euch hintergangen, mies getäuscht. Fuck up, Deluxe. Love you much, eure traurigen Bohnen. We're sorry. Und der Gewinner lautet. Nein, er darf nicht. Lass ihn doch kurz. Er schmatzt doch immer noch. Der Sieg mit fast 50%. Dabei gibt sich Eddie doch schon mit 40% und 2 Tütchen zufrieden. In der Geschichte der Zirkeljerk Awards haben wir damit bisher genau 2 kannst du dir nicht ausdenken Awards vergeben.
Beide hat Eddie gewonnen. Und ich schließe ein Gehirn dadurch aus. Mal kurz etwas in eigener Sache. Bitte tretet dem Zirkeltrack Supporters Club bei, damit wir auch weiterhin unabhängige und werbefreie Inhalte produzieren können. Einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Was sind eigentlich eure Lieblings-Pringles? Schreibt das mal in den Chat und die Kommis. Ich liebe ja Hot and Spicy. Weiter geht's. Heute haben wir mehr E-Words zu vergeben, als Fabian Käufer Rocket Beans Comebacks hatte. Deswegen müssen wir ein wenig auf die Tube drücken. Hier jetzt die Auflösung, welche Bohne bei den Rundrücken am besten ankommt. Daniel Schröckert kann seinen Titel in dieser Kategorie verteidigen. Kommt sicherlich nicht von ungefähr. Auf den weiteren Rängen. Gregor, dann Florentin. Und auf Platz 4. Good Old Donny. Gregor übrigens mit nur 8 Stimmen hinter dem Schröckert. Da fällt mir was ein. Psst. Nicht weiter sagen. Ich habe aus relativ vertraulichen Quellen gehört, dass Gregor Küche sein soll. Sandro, vielleicht kannst du das mal checken. Geben wir Sandro zum Überprüfen des, nennen wir es mal Gerüchts, ein wenig Zeit. Zunächst widmen wir uns jetzt dem Rocket Beans Jahr 2016. Was für ein Jahr das war. Mit Beans on Ice gab es das erste große Samstagabend-Live-Event des Senders. Game 2 ist gestartet und Hauke verließ die Bohnen. Hier traurig tun. Oh. Nun. Das war aber noch nicht alles. Hier ein paar weitere Dinge, die 2016 passierten. Kannst du dir nicht ausdenken, 2016 E-Wort. Für den größten Scheiß, der im zweiten Sendejahr verzapft wurde. Nominiert sind Simons Zelda Let's Play aus Raster. So, was sagt der Chat? Also Leute, ganz im Ernst, mal so unter uns Pastorentöchtern. Wenn ihr mir auf den Sack geht im Chat, dann spiele ich ohne Chat, ne? Also müsst euch schon klar sein, ihr müsst euch schon selbst irgendwo unter Kontrolle haben da. Ich lasse mich doch jetzt hier nicht permanent von euch beleidigen, ganz im Ernst, dann spiele ich es einfach nicht mehr. Das ist ganz einfach, also ihr denkt wohl scheinbar, das ist für mich hier irgendwie ein Muss. Das ist es aber nicht, ne? So, ja, ich sag's euch im Chat, weil der Chat gerade jetzt wieder sagt, ja, und ist doch nicht so schlimm. Nee, Leute, ganz ehrlich, es macht keinen Spaß. Ihr zerstört mir den Spaß in diesem Spiel, wenn ihr permanent im Chat hatet. Und wenn ihr nicht euch selbst regulieren könnt, sodass ihr die ein, zwei Spacken im Chat, die eben nerven, stumm kriegt, dann sehe ich da einfach in Zukunft keinen großen Spaß für uns, ne? Euch muss das echt klar sein, dass ihr euch manchmal verhaltet, als wärt ihr gestört. Als wärt ihr geistig richtig gestört. Und das nervt mich tierisch, weil ich habe dann auch keinen Bock mehr. Und ihr zerstört mir den Spaß, den ich hier an diesem Projekt eigentlich habe, durch ein, zwei, drei Vollidioten, auf die ihr auch noch anspringt, die im Chat einfach denken, sie wären hier der Mega-Skiller. Es ist mir offen gesagt wurscht, wie gut ihr Zelda spielen könnt. Das ist ein Spiel, das ist 24 Jahre alt. Und wir können uns gerne mal in einem anderen Spiel unterhalten. Wir können gerne mal eine Runde Doom spielen oder eine Runde Halo. Oh, jetzt hat Simon das Pad auf die geworfen. Oh. Und ihr könnt dann weiter mit diesem Kack ankommen. Ganz im Ernst, wisst ihr was? Fickt euch, denkt mal drüber nach. Viel Spaß jetzt mit der Werbung. Tschüss, Chat. Das ist schon echter Fail hier. Nummern von Mädels auf der Gamescom klarmachen Challenge. Yo, willkommen meine Rocket Beans News. Hallo, wir machen eine Challenge, ne? Wir machen eine richtig geile Challenge. Und zwar geht's darum, wer die meisten Nummern bekommt. Oh, hallo. Moment, lass die Kamera mal sie erstmal sehen. Sie machen wir jetzt. Würdest du mir deine Nummer geben? Selbstverständlich. Okay, komm. Das ist so eine Schlampe, ey. Würdest du... Hey, hallo. Hi. Hey, wie geht's dir? Gut. Sag mal, wenn du dich entscheiden müsstest, wem von uns beiden würdest du deine Nummer geben? So ganz unvoreingenommen. Ich glaube, ich würde nicht drüber nachdenken. Aber wenn du sterben würdest, wenn du keine Nummer rausgeben würdest, wem von uns beiden? Weiß nicht. Das sage ich nicht. Ich gehe weiter, okay? Also noch mal drüber nachdenken? Nein. Kann ich wirklich nicht. Oh Gott. Hallo. Wieso, was hast du denn jetzt? Hallo. Was bist du denn jetzt so?
Ja, ja. Du hast dich voll verändert. Echt? Ja. Wie bin ich denn? Ja, so abweisend. Echt? Ich dachte, wir sind Freunde. Nein. Aber warum nicht? Wir haben uns voll gut verstanden, die ersten drei Sekunden. Wow, so unangenehm. Ich möchte mich öffentlich entschuldigen, weil das wohl vielleicht sexuelle Belästigung sein könnte. Aber sorry. Und du kannst mir nicht sagen, dass Frauen nicht gut aussehen, wenn sie nicht angemacht werden wollen. Und zwar richtig auf harte Art und Weise. Ich meine, so richtig belästigt, da würden die auch nicht gut aussehen. Ja, eben. Wenn man, also man kann sich nicht so anziehen, wie die so zum Beispiel. Habt ihr gesehen, habt ihr Blicke gesehen? Ja, die hat aber einen Blick gehabt, doch. Guck sie nochmal an, ey. Hast du gesehen, den Sexblick? Ja, okay. Weißt du, die läuft mit einem Freund an der Hand durch die Gegend und checkt die Männer aus dabei, so schön. Unglaublich. Ja, Freund, komm mit. Oh, guck mal, Penis. Wir sind zusammen. Da. Ihr hättet euch beide küssen müssen. Wir hätten. Oh fuck! Oh fuck, wir sind so dumm! Das waren die zwei heißesten Polizistinnen, letzten Polizistinnen, die wir je gesehen haben. Ey, okay, dafür müssen wir uns. Scheiß auf die sexuelle Belästigung. Dafür entschuldigen wir uns mit unseren Namen. Rocket Beans wechselt zu YouTube Gaming. Kurz bevor Twitch Prime eingeführt wird. Moin, wir sind die Bohnen. Vielleicht kennt ihr uns ja. Wir haben diesen unabhängigen Online-Nerd-Sender Rocket Beans TV in den Start gebracht. Richtig zufrieden sind wir mit uns aber noch nicht. Im Keller warten echt noch so viele Ideen, die wir endlich umsetzen wollen. Themen, die wir besprechen wollen. Als ersten Schritt ziehen wir erstmal um. Ab dem 1. September 2016 senden wir über YouTube. Von dort aus planen wir unsere weitere Reise. Ja, wir sind die Rocket Beans. Wir sind ab gestern Nacht um 0.01 Uhr ungefähr auf Twitch am Start. Wir sind so ein Senderprojekt. Da macht sehr viel Spaß. Wir selber sagen zu uns selbst, dass wir eigentlich sowas wie ein Online-Nerd-Indie-Sender sind. Und Teratil wird abgesetzt, ohne mich Altil davon in Kenntnis zu setzen. Wird Teratil zurückkommen? Sieht tatsächlich so aus, als ob das nicht der Fall ist. Nee. Hm. Ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht kriegst du da was anderes mit, dass das vermisst wird, sehr, sehr stark vermisst wird. Es kommt immer wieder vor, aber manchmal habe ich den Eindruck, das ist nur so eine Art Running Gag. Hm. Ich bin also, nicht ganz sicher. Wir hatten auch mit den Einschaltquoten natürlich bei dem Format zu kämpfen. Und das ist auch so eine Sache, wo man dann überlegt, da haben wir sehr viel Aufwand drin betrieben. Ob das sich dann lohnt, ne, bei den einigen wenigen Zuschauern, die man dann hat. Habe durch Zufall vom wahrscheinlichen Ende von Teratil erfahren. Aufwand zu hoch für zu wenig Zuschauer. Habe gern for free beraten. Schade, dass sich The Rocket Beans damit noch ein Stückchen weniger von dem unterscheiden, was sie nicht sein wollten. Sehr gut formuliert. Genau das sind auch meine Gedanken. Ist nur so eine Art Running Gag. Und der Gewinner lautet. Scheiß auf die sexuelle Belästigung. Geht ab, Bitches. Ich bin Socko. Jo, mich gibt es auch noch. Jörg kann gerade nicht moderieren wegen Abwesenheit. Deswegen übernehme ich das mal für den Augenblick. Bisher ist mir die Veranstaltung zu negativ, weswegen wir jetzt nochmal einen schönen positiven Award raushauen. Der Lob-Lob-Lob-Award geht an... Pen and Paper. Naja, ich finde, die haben derzeit auch ganz schön an Qualität verloren. Ich bin froh, dass ich noch mal ein paar positive Vibes reinbringen konnte. Jetzt kommen wir wieder zu einem großen Award. Hey, Isoko. Ja? Verpiss dich von meinem Platz. Scheiß Gesocks. Fucking cringe. Wo waren wir? Ach ja, wir wollten ja das Gerücht um Gregor prüfen.
Sandro, hast du Antworten gefunden? Also was heißt Antworten? Ich habe, Ist gut, reicht mir schon. Übrigens, ganz schön dunkel bei dir. Ist schon wieder Flummi open? In unserem Rückblick sind wir jetzt am Jahr 2017 gelandet. Das war das Jahr, wo wir die Auswirkungen der ersten großen Rocket Beans Content-Evaluation sehen sollten. Ich persönlich warte ja immer noch auf die Knetschow. Oh, das ist eine geile Idee. Geht so. Aber auch ohne Knetschow gab es genug, worüber man sich ärgern durfte. Beispiele gefällig? Dann sperrt mal Äuglein und Lausche auf. Kannst du dir nicht ausdenken, 2017 E-Wort. Für den Moment in 2017, den du dir nicht ausdenken kannst. Eigentlich ziemlich selbsterklärend. Nominiert sind monatelanges On-Air Marco Mobbing. Ach, du musst ablesen, oder? Nee, ich muss... Alvin. Oh, what? Überhaupt? Oh, Alter, was geht denn? Nein, wie gesagt, haben wir ja gesagt. Ihr seid super Spaß. Wegen der Mobbing-Aktion gestern. Wie fandst du die? Ja, die war lustig. Die war auf jeden Fall erfolgreich. Die hat genau das, genau das angezettelt, was wir wollten. Alle haben mitgemacht, nachdem einer angefangen hat, auf Dennis Befehl hin. Und also es wird auch weiter fortgesetzt, weil es schien auf jeden Fall auch den Zuschauern zu gefallen. Also ich habe sehr viel positive Schnitte. Ich habe auch nur Positives gehört, dass wir Marco gemobbt haben. Ist das nicht toll? Ja, nicht? Ja. Oder wir haben es gibt Chat. In der Firma jemanden, den ich definitiv meide, wenn ich kann. Sind es bei euch alle Marco? Ja. Ja, also geh nochmal in die Beschreibung rein, Mann, und lies dir das nochmal durch. Ich weiß nicht, bist du ein bisschen leicht in der Birne oder was? Ich hab dir das schon x-mal gesagt, keine Rechtschreibfehler. Alter, das ist nicht mein Job, Meister. Deswegen rufe ich an, weil ich fucking keine Zeit hab. Ich muss hier Shit machen, dann sehe ich den Kack auf einmal. Ich muss gleich fucking on air gehen, ich hab eine Laune, das glaubst du nicht. Alter, ich hab dir das schon 10-mal gesagt, Typ. Wie oft muss ich dir das denn sagen? Wird alles, was du den ganzen Tag machst, ist irgendwelche YouTube-Videos gucken und ab und zu mal irgendwie ein Bild da hochladen oder was? Ich bin so pissed. Du glaubst es nicht. Hashtag nicht, Marco. Gab's. Muss man sagen, machst du ganz, ganz gut. Halt die Fresse jetzt. Jetzt kommt Marco noch mit seinen scheiß Klugscheißer-Sachen da um die Ecke. Marco, du musst es doch wieder auf dein Maul halten, ey. Ohne also Hashtag nicht Marco wurde auf jeden Fall schon mal benutzt. Sehr eklig war, vielleicht ein bisschen verdient, aber sehr eklig. Ja, natürlich. Ist halt Marcos Spiel so. Ich möchte eigentlich nicht mal in deinem Studio sein wie du gerade. So wie es hier nach Fäkalien riecht. Das stimmt wirklich. Normalerweise sind die drinnen. Ja, normalerweise sind die immer drin, ja. Aber muss ich mir dann vielleicht für morgen, wir müssen reden, neuen Gast suchen. Marco will ich nicht. Weißt du, wo die Schießentaste ist? Ich hab geschossen. Das weißt du schon, ne? Das ist echt gemein, ey. Das ist Mobbing. Mehr ist es nicht. Fünf Leute. Mehr ist es nicht. Wie doll hast du uns die Zuschauer auf Twitter? Ach du, die haben schon abgeschaltet. Urlaub in LE statt E3 Berichterstattung. Auf was habt ihr denn Bock? Ich bin bei Burger dabei, ich bin Burger. Bei allen anderen auch dabei. Ja, hier ist ein Burgerladen, 4,3 Sterne auf Yelp. Okay, aber Etienne hätte gern was Besseres. Warte, jetzt schaut mal. Ja nun, ich habe eben einen Bacon Ultimate Cheese bei Jack in the Box gegessen. Das sind nur noch die Pommes, die sind nicht so geil. Der Burger war okay. Jetzt stell dir mal vor, du hast einen stressigen Tag im Büro und Feierabend ist hier. Herzlich willkommen zur ersten kompetitiven High-Hochhalten Weltmeisterschaft. E3. Das ist alles an Content? Bin auch recht enttäuscht. RBTV ist schon lange bei mir keine Quelle mehr für Gaming-Journalismus. RBTV auf der E3 gleich Urlaub. Ist halt leider kein Meme. Beanstag ohne Beans. Was ist der Beanstag? Wir werden einspielen und ich habe das erste schon gesehen, was wir spielen werden. Ich freue mich drauf. Ich noch nicht. Werden wir zu viert zusammenspielen und das regelmäßig. Es wird einen Beanstag geben. Da zocken wir irgendwelche Sachen im Koop. Ey, ich habe da. Wir haben da einfach echt Bock drauf. Wir haben es jetzt einfach hingekriegt, irgendwie privat auch alles hinzulegen, dass Dienstag einfach jetzt fucking unser Tag ist. Erster Beanstag. Es fehlt Eddie. Krank. Zweiter Beanstag. Es fehlt Nils. Krank.
krank. Dritter Dienstag. Es fehlt Budi. Krank. Vierter Dienstag. Es fehlt niemand? Fünfter Dienstag. Es fehlt Simon in San Francisco. Sechster Dienstag. Es fehlt Simon. Abwesend. Siebter Dienstag. Es fehlt Simon. Achter Dienstag. Es fehlt Eddie. Und Eddie konfrontiert Feministin Passmann mit dem Pimmel-Tornado. Der erste Zirkeljerk schließt, nachdem sie nach der Sendung eine Collage von dort zitiert. Welches Ereignis aus 2017 sollte verfilmt werden? Und zwar sehen wir im Prinzip am Anfang einen Harvey Weinstein auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Aber statt einem Model trifft Hurricane Harvey ein. Ein Hurricane voller Pimmel, der durch Amerika zieht und alles anpimmelt, was nur geht. Ich finde auch, dass das ein Thema ist, das die ganze Familie angeht, wird der Film heißen Lego Harvey. Und es ist ja auch nicht verherrlichend, sondern bitte, es ist ja, nein, es ist ja nicht verherrlichend. Du hast doch Angst, du hast Angst vor Pimmeln und du hast Angst vor vor Tornados. Flatsch, 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 fliegt an dir vorbei und flatscht dir die Pimmel ins Gesicht. Ein Typ, der selber wahrscheinlich nicht nachher auf dem Heimweg sexuell belästigt wird, erzählt mir, dass es wirklich eine gute Idee ist, Machtunterschiede von Harvey Weinstein gegenüber Frauen mit einem fucking Pimmel-Lego-Tornado darzustellen. Du als Mann kannst das gar nicht beurteilen, weil du höchstwahrscheinlich auf dem Nachhauseweg nicht befummelt wirst. Ich behaupte mal, du wirst heute genauso wenig befummelt wie ich. Dass du dir ausgerechnet, du dir das MeToo-Thema jetzt gesucht hast. Weil damit, sobald man dagegen argumentiert, kriegt man sofort auf die Fresse. Es geht darum, dass dein Pitch halt scheiße ist, weil Harvey Weinstein als Protagonist... Es ist auch nicht Harvey Weinstein, es ist Harvey Weinsteins Pimmel in einem Tornado. Ja, okay. Die Macht eines Tornados, die du nicht abschütteln kannst, ist eine super Metapher für das, was letztendlich diesen armen Frauen passiert. Gut, das ist meines Erachtens sich einfach nur lustig machen über sexuelle Belästigung. Ja. Okay, das ist ziemlich cool. Irgendjemand da draußen hat eine Collage mit meinen Tweets gemacht, um zu beweisen, dass ich Männer hasse. Abgrundtiefe Hurensöhne. Und der Gewinner lautet... Mehr Berichte von der E3? Nein, alles geil. Und jetzt Funtime. An dieser Stelle möchte ich mich mal bei allen Zuschauern bedanken. Alle, die live dabei sind, aber auch die, die sich das Ganze im Nachhinein reinziehen. Wäre doch schön, wenn die Show ähnlich erfolgreich wird wie die letzte. Die erste Ausgabe der E-Worts hat immerhin mehr Aufrufe und weniger Dislikes, als ein durchschnittliches Sandro Moin Moin. It's funny 'cause it's true. Die, ich kenne die Zahlen. Ein kurzer Blick. Ja, den durfte ich noch bringen. Allerdings sehe ich gerade, dass der Akku der Fastcam langsam schlapp macht. Scheiße, wo sollen wir denn jetzt so schnell einen neuen Akku herkriegen? Akku. 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 Normalerweise würden wir jetzt mit der Verleihung des KDNA E-Worts 2018 weitermachen, aber wie ihr vielleicht wisst, haben wir diesen E-Wort vor knapp 3 Jahren schon verliehen. Deswegen hier nur ein kurzer Rückblick. Ja, geht mal bitte weiter, ja? Ja, mach dich mal locker. Nein, geht mal weiter. Mach dich mal locker. Du sollst dich locker machen, hab ich gesagt, du Affe, ey. Was?
locker, hab ich gesagt. Spacko, Alter. Ja, oh. Und dann? Ziehst du das Cosplay-Kostüm an, oder was? Spacko, ey. Meine Fresse. Wie oft ich diesen Clip schon gesehen habe. Langsam wirkt die Aktion von Eddie schon fast normal. Nee, immer noch komplett bescheuert. Affe, Affe. Spacko. Affe, Spacko, Affe. Macht aber schon Spaß, kann ich verstehen. Als nächstes ist das Jahr dran, wo du alleine mit den Vorfällen, die nicht unter die Top 4 gekommen sind, ganze E-Wort-Shows füllen kannst. Das kannst du dir nicht nur nicht ausdenken, das darfst du eigentlich auch keinem erzählen. Flummi Open, Alter. Ich meine, wirklich? Flummi Open? Ey, und lass uns ein Song-Event machen, schlecht ausleuchten und komplett livestreamen. Ey, das ist eine geile Idee. Aber auch Buddys Versuche mit Artikel 13, dem Panther, oder der Absage von Battletoad, sich einen E-Wort zu erkämpfen, waren fruchtlos. Deswegen macht Buddy auch in dieser Kategorie wieder das, was er mittlerweile am besten kann. Mit Abwesenheit glänzen. Was dann noch übrig bleibt, seht ihr jetzt. Kannst du dir nicht ausdenken, 2019 E-Wort. Für die größte Cringe-Aktion im Jahr 1 nach Speis. Nominiert sind. Simon macht sich für Aldi zum Vorlobst. Hi, ich bin Simon und zusammen mit Aldi Nord gehe ich aufs Deichbrand-Festival. Ihr durftet voten, was ich dort anziehen soll und ihr habt euch entschieden. Was ist denn mit euch los, Leute? Jetzt mal auf hier, der Ballon ist ja schon ganz luftleer. Auf, wir müssen helfen. Was gibt's denn zu tun? Aldi, Aldi, Aldi. Und jetzt wird gefeiert. Happy Birthday. Ich glaube, das wird nicht mehr leiser hier. Die Leute sind außer sich. Mensch, war das geil! Mehr Votes geht's auf dem Aldi Nord-Kanal auf Instagram. Simons Hongkong-Heuchelei. Guangfu, Shanghai, Shizai Gaming. Activision Blizzard. It has suspended a gamer and taken his prize money away because he made comments supporting Hong Kong protesters. Ich muss ehrlich sagen, ich bin schon ziemlich enttäuscht von unserer Gamer-Community. Am Ende seid ihr doch allesamt käuflich und oberflächlich. Genau darauf haben sie alle gehofft. Es wird kein Call of Duty mit mir geben. Hat sich deine Meinung zu der Hongkong-China-Blizzard-Thematik geändert oder war die Lust auf Call of Duty nach etwas mehr als einem Monat Abstand einfach größer? Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, nicht Simon? Ich werde mit euch nicht mehr darüber diskutieren, denn es wurde längst alles gesagt. Ich trenne privat und beruflich, so wie es jeder machen sollte. Okay. Ist das nicht die freundlichste Begrüßung?
begrüßen und hallo und herzlich willkommen im Kriegsgetümmel. Wir spielen eine Runde Call of Duty. Es wird kein Call of Duty mit mir geben. Sandro darf ein Interview mit Hideo Kojima führen. Ja. Kann sein, dass irgendwas noch dazwischen kommt, aber wir haben zumindest die Zusage und wir bemühen uns, dass es alles klappt. Morgen Interview Hideo Kojima. Ich fahre tatsächlich sehr früh nach Köln, um eine Stunde angeblich mit ihm zu sprechen. Ich bin sehr gespannt, ob das wirklich bei einer Stunde bleibt. I wish you all the best for the future. I'm looking forward to play Death Stranding and I really wish you all the best. Thank you for all the great answers and yeah. Have a nice day. Und Heuchler Lars wirbt für McDonald's. Es ist einfach eine Unverschämtheit, wie da teilweise ignorant gegen vorgegangen wird. Da werden jetzt blöde Sprüche kommen, so. Weil das irgendwie immer uncool ist, diese Themen. Ich will damit nichts zu tun. Ich will in Ruhe meinen Burger essen. Und so. Ja, fühlt euch nicht angegriffen, aber ihr seid die größten Wichser, die ich jemals gesehen habe. In ein paar Jahrzehnten wird es nun mal einfach keine Leute mehr geben, die in der Massentierhaltung arbeiten. Das wäre auf jeden Fall meine Hoffnung, wird aber wahrscheinlich niemals umgesetzt. Also wirklich, geschichtlich gesehen hoffe ich, dass man so in ein paar Jahrzehnten auf solche Menschen zurückblicken wird und denkt, meine Güte, was waren das denn für abgrundtiefe Hurensöhne. Überhaupt zu sagen, Leute, wir gucken mal kurz, was ist im Schlachthaus noch so, machen wir hier 2000 Hühner noch kaputt. So viel Huhn. So viel Huhn. Interessiert mich nicht. Ich will meinen scheiß Burger fressen. Du bist ein scheiß Wichser. Und das musst du auch einfach mal eingestehen, dass du ein scheiß Wichser bist. Darauf erstmal einen Cheeseburger. Wer mir vorwirft, doppelmoralisch zu sein, der hat einfach keinen Bock, sich wirklich selbst mal an die Nase zu fassen und selbst mal nachzudenken. Falsch. Lügen haben dicke Scheine. Und der Gewinner lautet. Interessiert mich nicht. Ich will meinen scheiß Burger fressen. Oh, Ben muss wirklich raus. Naja, egal. Da wir ja jetzt offensichtlich im Simon-Block der Show sind, möchten wir an dieser Stelle mal ein paar persönliche Worte an ihn richten. Simon, wir finden es sehr schade, myslíme si, že je velká škoda, že se nedokážeš zasmát sám sobě asi zaslepený nenávistí. Stačilo by projevit trochu sebeironie a hodně by to pomohlo. Třikrát hurá pro Aldi, Aldi, Aldi. Das war Tschechisch. Ehrlich gesagt wird es aber irgendwann zu viel Simon. Und vor allem zu wenig Donny. Um das zu ändern, haben wir folgenden Quick Award. Genau den gleichen Gag gab es doch letztes Mal schon. Du bist ein Nichts. Glückwunsch an Donny zur Titelverteidigung. Du hast wirklich ein großes Loch hinterlassen. That's what she said. Krache. Schlechte Neuigkeiten, es ist schon wieder an der Zeit, ein paar Rocket Beans Clips zu sehen. Wir sind im Jahr 2020 angelangt. In den 90ern dachte man, dass man jetzt schon längst mit fliegenden Autos und Hoverboards durch die Gegend düsen würde. Stattdessen gibt es unaufgeräumte USB-Sticks für 30 Euro. Na, herzlichen Dank. Das und einiges mehr seht ihr im folgenden Filmchen. Kannst du dir nicht ausdenken, 2020 E-Wort. Für die größte Fehlleistung im Jahr 2 nach Speis. Nominiert sind
Beste Meinung zur RBTV-Vorbereitung. Küstenstadt geklaut, damit bin ich mehr oder weniger fast schon vernichtet. Ey, ohne Scheiß, euer Geheule ist so erbärmlich. Das meine ich echt ernst. Euer Geheule ist so fucking erbärmlich. Ihr wisst seit mindestens einem Jahr, dass es einen neuen G8-Gipfel gibt. Lernt das fucking Spiel. Zumindest mal ein kleines bisschen. Fuck it, echt. Ich lasse mich jetzt hier nicht als Arsch hinstellen, nur weil ihr nicht wisst, wie man den Siedler von Anna. Ich hab einfach. Hallo Holger, komm mal runter. Ich hab einfach nur gesagt, dass du meine Küstenstadt geklaut hast. Was ja wohl de facto ist. Ja, aber für mich ist das Spiel jetzt vorbei. Nein, das Spiel ist für dich nicht vorbei. Wir sind online, oder? Nur mal kurz. Wir streamen gerade, ne? Hast du zu viel Clotheslines abgekriegt oder was ist los mit dir? Ich weiß noch nicht, was die Scheiße soll, von wegen, du hast zusammengegriffen. Aber wir heulen doch immer rum, Holger. Eddie ist während der Pandemie schön auf Malle. 3, 2, 1. Ich bin auf Mallorca! Jetzt. Hyper! Schinkengasse, lalala. Ich bin schön auf Malle. Schön auf Malle. Es hieß, Lockdown wieder und nein, was bedeutet das jetzt für die Ferien und bla 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 bla. Angeblich checken die am Flughafen in Mallorca mit Wärmebildkameras, ob man Fieber hat oder nicht. Und jetzt kommt's. Auf dem Flug bekommt mein Zweijähriger Fieber. Plötzlich wird der heiß und ich sag mal locker 39 Grad. Ich fühle so seinen Kopf, verbrenne mir fast die Hand dabei und denke mir so, oh shit, Alter. Was passiert jetzt? Du hast das Gefühl, du schmuggelst irgendwas Verbotenes in ein fremdes Land und alle wissen es. Also wir hatten wirklich Schiss, weil wir nicht wussten, ob es heißt, ja, sie müssen jetzt direkt ins Krankenhaus. Meine Frau hat dauernd so die Hand auf die Stirn von ihm gelegt. Ich dann sage zu meiner Frau, nein, ich bin die Hand auf die Keiner soll mir jetzt schreiben, das war unverantwortlich, dass ihr überhaupt geflogen seid, dass ihr auch dann noch nach Spanien und dann auch noch kein Kind für... Bitte, ey, ich will es nicht lesen, schreibt es mir einfach nicht, es interessiert mich einfach nicht. Disney wird Sponsor von Kino Plus. Und zwar ist es jetzt so, wie sage ich das am besten, wir haben einen neuen Sponsor. Wir haben tatsächlich jemand, der eine Rubrik bei uns gebucht hat. Und deswegen wird es ab der kommenden Woche einen kleinen Disney-Plus-Blog bei uns geben. Oder einen kleinen Disney-Blog. Es geht darum, dass wir halt versuchen, ein paar Schätze aus dem Fundus von Disney zu erarbeiten. Aber das wird noch mehr werden. Also unter anderem wollen wir Hausaufgaben damit verknüpfen. Wir wollen unter anderem eine kleine, also so mehrere Turnierbäume stattfinden lassen. Also Turniere, so, wo man Titel gegeneinander antreten. Und wir wollen, ja, selten... Und der RBTV-USB-Stick. Es ist der erste Tag, an dem ihr ihn kaufen könnt. Den großen, ein Abend mit Bohnen USB-Beans-Memory-Stick. Also mein Stick scheint defekt zu sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihn jetzt schon vorbestellen. Wir sind mega gespannt. Dennis ist dabei. Ab der Hälfte kann ich nichts mehr kopieren. Ist das so gewollt oder mache ich etwas falsch? Ist das bei anderen auch so? Dennis, hättest du gedacht, dass dieser Tag jemals kommt? Nein, weil niemand rechnet mit dem Tag einer neuen Zeitrechnung. Mein Stick ist auch betroffen. Heute ist vor allem die Stunde Null, weil wenn das Ding erstmal im Äther da draußen ist, dann was das vielleicht mit uns allen oder wir werden zu Königen. Wir werden zu Königen. Einige Videodateien und gerade der Arm mit Boden lässt sich bei mir nicht öffnen. Viele Ordner sind leer. Das Readme sind nur chinesische Zeichen. Es ist ein bisschen unpraktisch, einen USB-Stick zu produzieren für sowas. Deswegen klingt es ein bisschen nach einer Idee von Budi. Man denkt so, das sind alles so Wegwerfprodukte oder irgendwie, das kostet doch alles nichts. Aber das ist überraschend, wie viel Geld doch noch verlangt wird für all diese Sachen. Und damit das alles auch nach Rocket Beans TV riecht, ist der Stick wie einer unserer internen Archivfestplatten aufgebaut. Es gibt ein bisschen Struktur, aber auch bunt durchgewürfelte Dateien mit Namen und Bezeichnungen, die kein normaler Mensch versteht. Liebenswertes Chaos eben. Jetzt finde ich sie leider nicht mehr.
Vielleicht stoßt ihr beim Durchwühlen auch auf das ein oder andere Easter Egg oder auf Dateien, die derzeit nicht gewachsen waren und sich gar nicht mehr öffnen lassen. Was man da alles findet, ist echt lustig. Inklusive eines Bewerbungsschreibens für ein Praktikum mitsamt voller Adresse und Telefonnummer des Bewerbers, MS aus W. Oh. Anwälte weltweit. Spitzen die Ohren. Ich habe heute ebenfalls meinen USB-Stick erhalten, musste aber leider feststellen, dass er nach etwa 3 Stunden den Geist aufgegeben hat. Und der Gewinner lautet... Ein Abend mit Bohnen, USB, Beans, Memory Stick. Wir werden zu Königen. Nein, kein USB-Stick. Nein! Sie wissen es selbst. Wir sind auf der Zielgeraden angekommen. Bevor wir zum letzten regulären KDNAE-Wort übergehen, wollen wir nun den besten Schurke im Dunstkreis von Rocket Beans auszeichnen. Der Ehrenschurke-E-Wort geht an. Fabian Döhler. Selbstverständlich. Unsere Queen. An dieser Stelle auch nochmal danke für den Stuhl. Cyberpunk. 10 von 10. Meine Meinung. Die Zirkeljerk/Cyberpunk-Kollektion ist ab sofort im Shop erhältlich. Mit dem Code Bohnenliebe könnt ihr nochmal 50% draufzahlen. Oder ihr unterstützt uns über den Zirkeljerk Supporters Club. Jeder Beitrag hilft. Eine Sache kann ich aber versprechen. Es wird niemals exklusive Inhalte für Zirkeljerk Supporters Club-Mitglieder geben. Der folgende Gag ist exklusiv für Mitglieder des Zirkeljerk Supporters Clubs. Es lohnt sich. Was sich dagegen nicht lohnt, ist eine ganze Karriere auf Lügen aufzubauen. Ganz schön krisselig. Damit sind wir dann auch endlich am Jahr 2021 angekommen. Ein Ereignis hat in diesem Jahr natürlich alles überschattet. Die Absetzung von NDA. Oh, sorry. Falscher Knopf. Dieser hier ist der richtige. Aber mal im Ernst. Nehmen wir uns einen kurzen Moment Zeit für all die schönen Momente, die wir mit NDA hatten. Als nächstes kommen wir zum KDNAE-Wort 2021. Hier gibt es natürlich einen großen Favoriten, aber vielleicht erleben wir eine Überraschung. Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Los jetzt! Kannst du dir nicht ausdenken, 2021 E-Wort. Für Sandros Plagiatsaffe. Ich meine, für den unfassbarsten Mist im letzten Jahr des Senders. Nominiert sind Sandros Plagiatsaffäre. Old von M. Night Shyamalan. Dieser Film geht 108 Minuten und die ersten 70 davon, ungelogen, passiert Folgendes. Die Charaktere stehen am Strand und sagen sich, Mann! Irgendwas ist hier komisch. Was passiert hier nur? Der braucht eben 70 Minuten, um, damit die Leute dort checken, was Sache ist. Dass dieser Film endlos braucht, bis die Charaktere tatsächlich erstmal auf den Trichter kommen, das passiert da gerade auch. Und wir als Zuschauer sind dieser Nummer tatsächlich viel zu weit voraus. Nur die Figuren brauchen locker 60, 70 Minuten, bis sie das raffen. Das heißt,
erst nach 70 Minuten wird es eigentlich für den Zuschauer spannend, wie es dann weitergeht. M. Night Shyamalan ist berüchtigt dafür, dass er nicht wirklich gut darin ist, schöne Dialoge zu schreiben. Und generell kann Shyamalan auch keine sinnvollen Sätze schreiben. Obendrein funktioniert die Kamera überhaupt nicht. Die ist wirklich all over the place. M. Night Shyamalan hat das ja schon seit vielen Filmen so, dass er immer diese kleinen Spielereien eingebaut hat. Und das kann man nett finden. Man kann sich dabei auch immer aber wieder denken, hui. Die Kameraspielchen machen mal Sinn und mal weniger Sinn, dass sie dort an der Stelle sind. Weil es ja eine Graphic Novel Vorlage gibt. Die hieß übrigens Sandcastles. Also nicht old. Man hätte also mit so einem Titel tatsächlich auch ein bisschen dafür sorgen können, dass das Geheimnis, das dieser Film eigentlich hat, dass das nicht gleich verraten wird. Wenn der Film so heißen würde wie eben die Vorlage, The Sandcastle einfach nur, dann wäre das vielleicht nicht passiert, wenn man das nicht schon wüsste mit diesem Altern. Space Jam A New Legacy startet diese Woche im Kino und ich will es gar nicht erst versuchen. Sandro, versuch mal bitte zu erklären, worum es geht in diesem Film. Also, LeBron James ist natürlich LeBron tatsächlich James. LeBron James. Und irgendwann, und hier sehen wir das auch, erfährt er von einem, was ist das, von einem Metaverse. Und zwar dem Warner Metaverse. It's Warnerverse. Ist doch so. Soll ich das übernehmen? Dann übernimm du. Das so ein bisschen erinnert an TikTok, ja, wo auch einfach nur alles laut, alles viel. Auf der einen Seite ist das halt total für die Generation TikTok so alles, also da, diese Geschwindigkeit und die Effekte. Da hatten einige Charaktere wie Daffy Duck zum Beispiel tatsächlich sowas wie eine Charakterentwicklung. Das fehlt hier wirklich völlig. Beim ersten hattest du so jemanden wie Daffy Duck noch, der hatte eine Entwicklung während des Films. Und ansonsten hast du so diese typischen Gimmicks und Sticks, die diese Figuren hatten. Ja, Speedy Gonzales ist schnell, der eine frisst ganz viel und die Oma ist gar nicht so gebrechlich, wie sie scheint. Und hier werden alle nur auf das reduziert, was sie kurz sind. Die Oma ist dann trotzdem doch nicht so alt, wie man denkt. Eine Stadt, zwei Welten. Im wohlhabenden Piltover regieren Fortschritt, Wissenschaft und Kultur. Im Zentrum dabei steht die Geschichte der Geschwister Vi und Powder, welche das Schicksal von Zorn und Piltover maßgeblich beeinflussen werden. Ich habe da ganz offen und ehrlich gesagt einen Fehler gemacht, der mir nicht nur unangenehm ist, sondern so einfach nicht passieren darf. Auch nicht durch Zeitmangel. Dicke Sorry, kommt nicht nochmal vor. Da die Textpassagen ja wirklich 1:1 übernommen wurden, habe ich eben einmal aus der vorherigen Folge Badabinch den Matztext zu Der Therapeut von nebenan gegoogelt. Und leider scheint auch hier ein Plagiat vorzuliegen. Das war definitiv kein Einzelfall. Ja klar, du kannst nun natürlich jeden einzelnen Satz von mir analysieren und überprüfen. Aus fachlicher Sicht müssen wir die Zusammenarbeit mit Sandro deshalb beenden. Hey? Ach ja, es gibt ja noch mehr Nominierte. Dann aber im Schnelldurchgang. Eddie Nils und Simon streamen in Konkurrenz zu Rocket Beans. Simon wechselt zu Instinct 3. Was soll ich machen? So ist es halt bei Instinct 3. Und Dennis Richtarski und der Political Correctness Faschismus. Und in diesem Political Correctness Faschismus, in dem wir uns gerade befinden, ist es einfach so, dass du deine Meinung nicht mehr sagen darfst. Ich persönlich befinde mich auch ständig in der Situation, dass ich mir Gags zurückhalten muss, weil ich keinen Bock habe, den Flashback zu kriegen. Und der Gewinner lautet... Generell kann Sandro auch keine sinnvollen Sätze schreiben.
Lol. Es gab echt Leute, die für etwas anderes gestimmt haben. Puh. Getrollt wird nett. Zu Sandros Verteidigung muss man aber sagen, dass er großen Zeitmangel hatte. 8 Jahre lang. Beweist mir erstmal das Gegenteil. Ansonsten, Verleumdung. Für Sandros Jobsuche wünsche ich Good Luck. Have fun. GG. Na, da brat mir doch einen Erntpfannkuchen. Das Fass ist tatsächlich zu. Na und? Ich bin Zirkel Jörg, verfickte Scheiße. Sandro doof. Kinder, wie die Zeit vergeht. Wir haben jetzt schon roundabout eine Stunde rum, und machen wir uns nichts vor. Wir haben schon längst den Shark gejumpt. Es wird Zeit, dass wir die Show zu Ende bringen. Um 22 Uhr ist schließlich Zapfenstreich. Und Thomas ist auch schon ganz müde. Zum großen Abschluss kommen wir zur Königsdisziplin unter den Königsdisziplinen. Der Ultimate KDNA E-Wort. Unter allen 58 Vorschlägen habt ihr den allergrößten Fuck-up der Sendergeschichte gewählt. Die absolute Speerspitze der Rocket Beans Beschissenheit. Die Creme de la Creme des Das ist jetzt nicht wirklich passiert. Der Fuck-up Deluxe sozusagen. Ich habe jetzt die Ehre, euch die Top 4 vorzustellen. Nominiert für den Ultimate kannst du dir nicht ausdenken, E-Wort sind. Eddie vs. Security. Der RBTV USB-Stick. Eddie, Nils und Simon streamen in Konkurrenz zu Rocket Beans. Und Sandros Plagiatsaffäre. An dieser Stelle schon mal einen herzlichen Glückwunsch an die Nominierten. Es bis hierhin zu schaffen, ist schon eine große Leistung. Oder Nicht-Leistung. Oder was auch immer. Ihr habt verkackt. Der undankbare 4. Platz geht an. Platz 4 für dich, Eddie. Immerhin. Nicht ärgern. Du bist ja immer noch im Rennen. Platz 3, und damit aufs Treppchen geschafft hat es. Ich hatte diesen berühmt-berüchtigten Stick leider nie selbst in den Händen. Vielleicht habe ich ja beim nächsten Schrottwichteln Glück. Jetzt aber Schluss mit Faxen. Wir kommen zur Auflösung für den ersten Platz des Ultimate KDNA Awards. Die letzte Preisverleihung, ehe ich meinen Fedora endgültig an den Nagel hänge. Da werde ich ja fast schon sentimental. Der größte Fuck-up der Rocket Beans Sendergeschichte geht an. Eine Sache noch. Tretet bitte dem Circle Track Supporters Club bei, damit... Wir wollen die Auflösung sehen, du Affe! Unglückliches Timing, halb so wild. Außerdem Gegenfrage. Spendest du oder bist du im Circle Track Supporters Club? Und überhaupt. Wir wollen die Auflösung sehen. Dass ich nicht lache. Wir hatten doch eben schon dasselbe Duell beim letzten KDNA E-Wort. Als ob das noch spannend wäre. Hier. Zufrieden? Glückwunsch, Sandro. Hast du ganz doll gemacht. Top. Mega. Nicht mal für Spannung sorgen kann er.
Vergiss dein Zepter nicht. Damit haben wir auch endlich das Ende des heutigen Abends erreicht. Tut mir leid, dass es so antiklimaktisch war. Steckst du halt nicht drin? Noch einmal Glückwunsch an alle Gewinner. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank an Rocket Beans, dass ihr in den letzten Jahren kein Fettnäpfchen ausgelassen habt. Aber auch vielen Dank für die schönen Jahre zuvor, die es in weiter Vergangenheit ja mal gab. Sonst wären wir alle nicht hier. Liebe Brüder, es ist vorbei. Lasst uns Abschied nehmen. Yeah.
Dein Stream läuft noch. Das ist ewig auf lange gegangen. Ja, diese Scheiße, ey. Ja.